2500 Meter hoch, das Bergmassiv der Julischen Alpen mit dem Triglav, dem Dreikopf, als größte Erhebung. Und wir sind hier unten auf der Pokljuka, auf dieser Hochebene, eine halbe Autostunde oberhalb von Bled in Slowenien. Herzlich willkommen auch von hier zum ersten Massenstart der Saison. Massenstart, das ist die Königsdisziplin. Im Langlauf ist es der 50er, beim Skispringen die Großchance, bei den Alpinen ja die Abfahrt. Und hier ist es der Massenstart, das Eliterennen. Nirgend sonst steht ein so edles, erlesenes Feld am Start. 5 Runden werden gleich gelaufen, a 2,5 Kilometer. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zum Start und wollen Sie virtuell einmal mitnehmen auf diese 2,5 Kilometer Runde. Der Start auf 1339 Metern Höhe, mittlere Höhenlage. Da klagen einige Athleten. Dann geht es im Flachlauf hinter dem Stadion zurück und dann in diesen langen, harten Anstieg auf den höchsten Punkt auf 1379 Metern dort oben, die Zwischenzeit. Dort haben wir eine Kamera aufgebaut, das werden Sie sehen nachher. Dann kommt eine lange Abfahrt, die hat es in sich, da hat es gestern viele Stürze gegeben. Die Strecke auch heute hart und tückisch. Und dann auf der zweiten Hälfte gibt es diese drei Buckel. Und auch da muss man immer weiter hart arbeiten. Zum Schießstand, zum Stadion geht es dann in einer Abfahrt, wo man, wir haben das gestern mit Andrea Henkel thematisiert, aufpassen muss, dass der Puls nicht zu sehr nach unten geht. Also durchaus eine der anspruchsvolleren Strecken im Biathlon-Weltcup. Die Bedingungen sind perfekt. Es sind zwar 2 Grad plus, aber die Strecke, die ist hart. Hier sehen wir Laura Dahlmeier, eine der 4 Deutschen, rechts Franziska Hildebrandt. Die Strecke ist hart, sie ist fest. Gestern auch beim Frauenrennen am Vormittag war die Strecke wirklich in sehr, sehr guten Konditionen, in einem sehr guten Zustand. Über den Nachmittag Richtung Herrenrennen wird es dann wahrscheinlich etwas schlechter, etwas weicher. Das ist das Pech der Männer in dieser Woche. Sie sind immer als Zweiter dran. Und es ist dann eben nicht nur wärmer, sondern auch ein Rennen in der Strecke. Ja, das ist diese neue Startaufstellung, was Sie jetzt hier sehen, wo sich eben nicht mehr in 3 Zehnerreihen, sondern in 10 Dreierreihen aufgestellt wird. Und dann wird sofort losgeskatet. Ich bin kein Freund von dieser neuen Variante, muss ich sagen. Mir gefallen diese Bilder, diese 3 Zehnerreihen, die dort lauerten, die Sie kennen aus den vergangenen Jahren. Mir gefallen die besser. Und es ist auch sportlich durchaus fragwürdig, denn jetzt sind die 10, 11, 12 Platzierten des Gesamtweltcups schnell in der 4., 5., 6. Reihe, haben es dann schwer, den Weg nach vorne zu finden. Kaisa Mäkkäräinen hat dieses Problem nicht. Sie ist als Führende des Gesamtweltcups in der 1. Reihe, genau wie Daria Domracheva, die Nummer 2, und Valentina Semerenko, die Nummer 3, im Übrigen auch genau die 3, die gestern beim Verfolgungsrennen auf dem Podest waren. Also kein Zufall, dass sie die besten 3 in diesem Winter sind. Ja, die offizielle Erklärung ist, es soll nur geskatet werden. Das ist die Technik, die für den Weltcup vorgesehen ist. Franziska Hildebrandt, Start Nummer 7, beste Deutsche, startet aber damit aus der 3. Reihe, nicht aus der 1. Aber auch Gerald Hönig, der Trainer der Deutschen, sagt, naja, man steckt dann da hinten im Verkehr. Ich habe in der Besprechung darauf hingewiesen, verausgabt euch nicht auf der 1. Runde mit irgendwelchen Überholmanövern. Lauft mit, lauft klug. Aber wenn dann eben doch irgendwo im Feld vorne mal durch den Ziehharmonika-Effekt jemand einem anderen auf den Ski tritt, dann verliert man da mal 15 Sekunden hinten drin. Also für mich eine Lösung, die überdenkenswert in Oslo am Ende der Saison werden sich die Trainer mit der IBU zusammensetzen. Dann wird man das analysieren. Es hat auch gestern ein Trainermeeting gegeben. Da wurde es erst einmal nicht angesprochen. Gerald Hönig sagt, wir wollen jetzt nicht gleich den Hermann machen am Anfang der Saison. Wir werden das mal uns anschauen. Aber viele stehen dem kritisch gegenüber. Sei es drum. Der erste Massenstart der Saison. Mäkkäräinen, Domracheva, Semerenko vorne in der 1. Reihe. Und Hildebrandt, Preuß, Hinz und Dahlmeier, die 4 Deutschen am Start.
Kovaceva und Mäkäräinen behaupten vorne ihre Position, aber das ist es eben. Die starten aus der ersten Reihe und sind dann vorne. Ein bisschen ist es wie bei der Formel 1. Auch da starten die Autos ja eher hintereinander als nebeneinander. Da ist dann das Qualifying eben umso wichtiger und das ist dann eben auch hier heute der Fall. Die 25 Besten im Gesamtweltcup sind qualifiziert und dazu die 5 Besten aus den beiden Rennen hier auf der Pokljuka, die hier die meisten Punkte gesammelt haben und gleichzeitig nicht zu den ersten 25 gehören. Über diese Wertung ist Laura Dahlmeier in den Massenstart gerutscht. Mit den Plätzen 9 und 5 quasi die mit Abstand Punktbeste. Und dann gibt es natürlich auch noch Nachrücker. Kirill Eckhoff wäre qualifiziert gewesen als 9. im Gesamtweltcup. Aber sie hat Pokljuka oder Slowenien bereits verlassen vor 2 Tagen. Und für sie ist nachgerückt Sophie Boyer, die 26. im Gesamtweltcup, die Französin. Es ist ein junges Feld. Es sind 6 Debütantinnen, die das erste Mal überhaupt sich für einen Massenstart qualifiziert haben. Darunter Vanessa Hinz, eine der 4 Deutschen mit der Startnummer 18. Und es gibt im ganzen Feld überhaupt nur 2 Frauen, die bei einem Massenstart schon einmal ganz oben standen. Das sind Daria Domracheva, die aktuelle Olympiasiegerin, die schon 6-mal einen Massenstart gewonnen hat. Und die Tschechin Gabriela Sukalova. Sie gewann vor 2 Jahren in Chanty-Mansijsk, als sie in einer Woche alle 3 Rennen bei den Frauen gewann, den Sprint, die Verfolgung und den Massenstart. Kajsa Mäkäräinen hier vorne, die ist schon 38 Mal bei einem Massenstart am Start gewesen, hat noch nie gewonnen. Genauso häufig nur Thea Gregorin am Start aus Slowenien, heute mit der Startnummer 11. Aber Mäkäräinen und Domracheva sind natürlich die großen Favoritinnen heute. Also Mäkäräinen, die Siegerin, die Führende im Gesamtweltcup, Daria Domracheva, die Verfolgungssiegerin von gestern, die nach dem Rennen sagte, dass sie endlich mal gute Ski gehabt habe, dass sie mit dem Material gehadert habe bisher in dieser Saison. Da tun sich die Athleten ja oft ein wenig schwer, mit ihre Techniker zu kritisieren. Sie hat das gestern ungefragt getan. Hildebrand 8., Reuss 12. Und die weiteren Deutschen im hinteren Feld. Aber diese erste Runde, sie ist noch nicht so entscheidend. Ja, hier sieht man Kajsa Mäkäräinen, da war sie offensichtlich ein wenig zurückgefallen und arbeitet sich dann links am Rand im gelben Trikot wieder nach vorn. Mäkäräinen im gelben Trikot der Gesamtweltcup-Führenden und Domracheva im dunkelroten Trikot der Massenstartbesten aus dem letzten Jahr. 4 Massenstarts gab es im letzten Jahr. Domracheva hat 2 gewonnen, Olympia und hier auf der Pokljuka. Und die beiden anderen haben Tora Berger, die ihre Karriere beendet hat, gewonnen. Und Anastasia Kuzmina, die starke Slowakin in Oslo, die aus gesundheitlichen Gründen noch nicht wieder am Start ist, möglicherweise in Ruhpolding zurückkehrt in den Weltcup. Ja, und Mäkäräinen, die macht schon Tempo jetzt hier. Tempo ist hoch, man sieht, wie auseinandergezogen, wie dünn das Feld ist. Ein langer, schmaler Strich, hinten dann verdichtet sich es etwas breiter. Das ist der Trainer von Kajsa Mäkäräinen, Marko Laksonen. Das ist der von Daria Domracheva, Alfred Eder. Wobei Kajsa Mäkäräinen einen Großteil der Vorbereitung alleine absolviert hat, nicht mit der Mannschaft, die größtenteils in Finnland ihre Trainingslager absolviert hat. Sie war in Österreich, in Italien, hat dort alleine trainiert. Mit ihrem Freund, sagt er, war dort für alles da. Er hat Laktat genommen, er hat am Fernglas die Schüsse ausgewertet. Er war auch mein Koch. Ihr Freund ist auch gleichzeitig ihr Skitechniker.
So, und das ist jetzt der letzte kleine Buckel. Und in etwa einer Minute sind sie dann im Stadion. So 6:15, 6:30, denke ich mal, wird die Rundenzeit sein. Schnell, wie die Bedingungen sind. Ja, jetzt kommen sie schon hinein ins Stadion. Und Jörn Wollschläger, der Auslöser ist dann hier, wo der Trainer der Schweizer Mannschaft. Die Schweiz hat heute niemanden dabei. Wie schön wäre es doch, wenn Elisa qualifiziert wäre, hat Jörn Wollschläger gestern gesagt. Nutzt die Zeit und macht sich mal ein bisschen mit der Kamera vertraut. Jetzt also das erste Schießen. Liegend Anschlag. Jeder Fehler bedeutet eine Strafrunde. Die Athleten gehen auf die Bahn, die ihrer Startnummer entsprechen. Später wird dann aufgefüllt. Also Meckerinnen auf die 1. Und jetzt viele, viele Scheiben zu beobachten auf der rechten Seite. Vira ist fehlerfrei geblieben. Franziska Hildebrand hat einen Fehler geschossen, ebenso Franziska Preuß. Beide müssen also eine Strafrunde. Meckerinen fehlerfrei, Semerenko fehlerfrei. Also Vira geht in Führung vor Semerenko und Kaiser Meckerinen auf Position 4. Vanessa Hinz hat 0 geschossen, ist also fehlerfrei geblieben. Tia Gregorin auf 5, da ist es natürlich laut hier und Meckerinen greift sofort wieder an auf der Strecke. Rechts im gelben Trikot. Vanessa Hinz, 9., 18 Sekunden ihr Rückstand. Und Daria Domracheva hat dann da ausgangs der Strafrunde offensichtlich noch einen Stock verloren. Mal sehen, ob wir da gleich nochmal eine Zeitlupe kriegen können. Da gab es einen Zusammenstoß mit einer Französin und einen Sturz von Daria Domracheva. Und auf die Waffe, das kann problematisch sein. Da hat sich im schlimmsten Falle der Diopter verstellt. Das ist auch schmerzhaft. Fast 4 Kilo schwer die Waffe. 3,5 Kilo ist ja das Mindestgewicht. Die meisten Waffen sind etwas schwerer. Und das ist der Zwischenstand. Vira also führt vor Semerenko, Witkova und Kaiser Meckerinen. Dann Gregorin, Sokolova, Hinz, beste Deutsche auf Position 9. Franziska Hildebrand ist 16. 32 Sekunden zurück. Franziska Preuß 20. und Laura Dahlmeier 26. und 2 oder 3 vielleicht dort links unten. Magazine liegen dort noch von Daria Domracheva. Also es gibt dort keine klare Regelung, sondern da sind die Athleten auch ein bisschen der gegenseitigen Aufmerksamkeit verpflichtet. Müsste man sich fast noch mal anschauen, ob das eine Unachtsamkeit der Französin war oder der Weißrussin. Und Domracheva wird dann ein Ersatzmagazin benötigen, spätestens beim dritten Schießen. Beim vierten dann auch noch mal. Und hat möglicherweise ihm auch damit zu kämpfen, dass das Gewehr verstellt ist. Auch das werden wir sehen. Sie könnte auch die Ersatzwaffe anfordern, wenn sie das Gefühl hat, wenn sie beim Blick auf die Waffe vielleicht erkennen kann, dass sich der Diopter oder der Korntunnel verbogen haben. Also Rückschlag für sie. Domracheva 15. nach den ersten Schießen. 31 Sekunden ihr Rückstand. Eine Strafrunde dauert eher so 23, 24 Sekunden. Da hat sie eben genau diese 7, 8 Sekunden zusätzlich durch den Sturz verloren und eben möglicherweise auch noch eine Beschädigung der Waffe davon getragen. Meckerinen nach vorne und da sehen wir die Ersatzwaffe in der Mitte. BLR, Weißrussland, jede Nation kann eine Ersatzwaffe hinstellen. Ja, und hier schauen wir es. Ja, sie guckt aber auch überhaupt nicht nach links, Daria Domracheva. Also unglückliche Situation natürlich einerseits, aber andererseits war sie da eben auch nicht wirklich aufmerksam. Meckerinen hat die Führung übernommen. Vira, Semerenko, Witkova und Hinz. Jetzt 8., war 9. nach dem Schießen. 16 Sekunden zurück. Nach dem Schießen waren es 18, aber das war ja auch der Abstand zu Vira. Und da Daria Domracheva, 29 Sekunden ihr Rückstand. Also sie hat sich offensichtlich zumindest so davon erholt, dass sie läuferisch nicht beeinträchtigt ist.
einen dicken blauen Fleck. Den wird sie dann vermutlich erst morgen Vormittag auf dem Rücken entdecken. Meckerellen jetzt vorne. Gestern hat sie gesagt, so wie es gestern gelaufen ist, ist es ihr eigentlich lieber, wenn sie aus der Verfolgungsposition kommt, wenn sie vorne ist, wenn sie selber unter Druck ein wenig ist. Das gefällt ihr mental nicht. Sie ist eher die Jägerin, wobei sie am letzten Sonntag beim Verfolgungsrennen in Filzen bewiesen hat, dass sie auch aus der führenden Position ein Rennen dominieren, bestimmen, dirigieren kann, als sie einen Start-Zielsieg hinlegte. Vira Semerenko und Witkova. Die ersten drei Verfolgerinnen von Kaiser Meckerinnen, die jetzt hier mächtig Schnee legt zwischen sich und die Gruppe dahinter. 10 Sekunden fast schon ist sie jetzt vorn. 6 Sekunden war sie zurück nach dem ersten Schießen. Ins siebte. Sehr gut. In ihrem ersten Massenstart. Auch das sei noch einmal gesagt. Die deutsche Mannschaft ist ja sehr jung. 20 Jahre Preuß, 22 Hinz, 21 Dahlmeier, 27 Franziska Hildebrandt. Also der Umbruch ist nach dem Rücktritt von Andrea Henkel am Ende der vergangenen Saison vollzogen. Kaiser Meckerellen zum Vergleich ist 31 Jahre alt, war 27, als sie das erste Mal ein Weltcuprennen gewann und ist inzwischen zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin, 2011 und 2014 war sie jeweils am Ende der Saison diejenige, die die meisten Punkte gesammelt hatte. Meckerellen kommt als Erste zum zweiten Schießen. Domracheva ist im Moment 13. an der letzten Zwischenzeit gewesen. Da versuchen wir gleich nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie es ihr mit ihrer Waffe geht. Aber jetzt natürlich richten sich zunächst die Blicke auf die Schießstände 1, 2 und 3. Auf Meckerellen, Semerenko und Dorothea Vira. Da hinten in der Gruppe ist auch schon Vanessa Hinz. Ist die Italienerin Dorothea Vira. Treffer Meckerellen. Ist das überzeugend von Kaiser Meckerellen? Und Vira schießt den letzten daneben. Ja, und jetzt schaut Daria Domracheva. Da ist schon mal ein bisschen Schnee im Diopter. Also sie hat Probleme. Schauen wir uns nach dem Schießen noch mal in der Zeitlupe an. Franziska Hildebrandt. Ja, Vanessa Hinz war das, ist fehlerfrei geblieben. Franziska Hildebrandt oben, ja. Und Daria Domracheva kämpft. Die muss sich jetzt, da steht schon das Ersatzgewehr bereit, überlegen, was sie macht. Meckerellen 4,7 Sekunden vor Semerenko. Und Vanessa Hinz auf Platz 3 geht sie raus. Ganz starker Auftritt wieder von ihr. Dahinter Bescon, Fanny Horn, Sukalova, Scardino und Vira. Das ist Laura Dahlmeier. 3 Treffer schon. In der Mitte die Grafik. 4 Treffer. Und auch der 5. sitzt. Also, Laura Dahlmeier bleibt dran. Und Domracheva fängt jetzt erst an zu schießen. Es ist das Ersatzgewehr. Sie hat getauscht. Auch das Ersatzgewehr wird vor dem Rennen angeschossen. Aber es ist natürlich dennoch nicht angepasst auf den Athleten. Ja, 2 Fehler jetzt schon von Daria Domracheva. 3. Völlige Verunsicherung. 4 Fehler, 4 Strafrunden. Also verkorkstes Rennen für die strahlende Siegerin von gestern, die jetzt, Sie sehen es ja auch an der Körperhaltung, wahrscheinlich gerade überlegt, soll ich das jetzt überhaupt noch zu Ende laufen, das Ding hier? Ich fände es schade, wenn sie aufgeben würde. Im Weltcup gibt es für die ersten 40, jetzt vergisst sie in die Strafrunde zu laufen, für die ersten 40 gibt es Punkte, das heißt im Massenstart gibt es für alle 30 natürlich Weltcup-Punkte. Gleichzeitig dürfte das bei Daria Domracheva ein Streichresultat am Ende der Saison sein. Die beiden schlechtesten Rennen werden gestrichen. Aber dennoch, eigentlich muss sie das zu Ende bringen, so bitter wie dieser Tag für sie heute ist.
Und da Laura Dahlmeier attackiert hier, ist gut in Form. Meckerin in vorn, dahinter Semerenko und wir sortieren die Deutschen. Auf Platz 3 Vanessa Hinz, da hinten kommt sie in der Gruppe. Hildebrand 33 Sekunden zurück auf 11 und Dahlmeier und Preuß auf den Plätzen 18 und 19. Rausgegangen nach dem zweiten Schießen mit einer Minute Rückstand auf die Führende, auf Kaiser Meckerinen. So, Vanessa Hinz dort mit der 18. Und da hinten Franziska Hildebrand, läuferisch die stärkste in der deutschen Mannschaft. Läuft dort auch schon heran an die Gruppe, in der sich Vanessa Hinz befindet. Daria Domracheva läuft immer noch hier im Stadion in der Strafrunde. Läuft jetzt erst aus dem Stadion hinaus. Als letzte mit über 2 Minuten Rückstand. Da sehen wir sie. Also die überragende Athletin bei den Olympischen Spielen in Sochi. 3-mal Gold gewann sie da. Heute der Unglücksrabe auf der Pokljuka. Hat jetzt Scardino vorgelassen. Hildebrand 10. Laura Dahlmeier, 17. 1:04 der Rückstand, hat etwas verloren, aber das ist ja gemessen an Kaiser Meckerinen, also nach ganz vorne. Dahlmeier ja in dieser Jawohl. Woche zurückgekommen in den Weltcup. Einmal Freisug, genau. Intelligent verhalten da. Denkdruck, geht der Wind nach rechts, zwei tief, gell? Einmal frei. Franzia, geht der Wind nach rechts, zwei mehr rechts. Läuft frisch, sehr gute Verfassung, intelligent Richtung Stand. Und hopp! Ja, und das die Anweisung von Tobias Reiter an Laura Dahlmeier und an Franziska Preuß dahinter. Ja, und Laura Dahlmeier und Daria Domracheva hat jetzt doch aufgegeben, hat keinen Bock mehr. Streng genommen hat derjenige, der aus der Strafrunde kommt, Vorfahrt vor demjenigen, der reinläuft. Aber es ist eben immer auch so eine enge Situation. Sie war da sehr fokussiert aufs Rauslaufen. Sicherlich einer der negativsten Momente in ihrer bisherigen Laufbahn. Also nur 29 werden hier das Rennen beenden. Eigentlich schade, dass es nicht zu Ende läuft. Ich kann es aber natürlich auch verstehen. Es ist das letzte Rennen dieses ersten Wettkampfblocks, der immer besonders anstrengend ist, wenn die Athleten aus der Trainingsphase kommen, Ausscheidungsrennen noch haben vor der Saison. Und dann haben sie hier 3 Wochen mit jeweils 3 Rennen in den Knochen. Weihnachten, die erste Pause wartet. Ja, bittere Niederlage für die Nummer 2. Große Chance für sie, sich im Gesamtweltcup weiter abzusetzen. Von Daria Domracheva, Kaiser Meckerinen. Sie sagt, sie ist so froh, dass sie im Stehenschießen endlich so eine gewisse Sicherheit hat. Im Sprint vor 3 Tagen war sie ja nur 15., hat dann aber sich selbst gesagt, das war nur ein schlechter Tag im Büro. Ich bin in guter Form, ich bin sicher. Und gestern hat sie es gezeigt, als sie 2. wurde in der Verfolgung von 15 auf 2. Also jetzt schauen wir mal auf die Scheiben von Kaiser Meckerinen. Semerenko daneben ist da. Ja.
Fehler tief. Zwei Strafrunden jetzt für Kaiser Mäkeränen. Auch Semerenko muss in die Strafrunde. Vanessa Hinz kann jetzt profitieren. Sie könnte jetzt tatsächlich in Führung gehen mit einem fehlerlosen Schießen. Beskow. Anaïs Beskow geht in Führung. Sukalova auch, aber Hinz ist dran. Hinz, Vanessa Hinz ist nach dem dritten Schießen ganz vorne mit dabei. Franziska Hildebrand oben, schon drei Treffer. Scardino ebenfalls fehlerfrei. Also es rückt jetzt alles eng zusammen vorne. 3,7 Sekunden zurück, nur Vanessa Hinz. Franziska Hildebrand bleibt ebenfalls in Schlagdistanz. Wann kommt Mäkeränen aus der Strafrunde? Die Läuferin ist stärkste natürlich. Laura Dahlmeier, Treffer. Franziska Preuß, schon drei Treffer, schon vier. Ganz unten die beiden Grafiken. Hildebrand, siebte, 26 Sekunden zurück. Preuß fehlerfrei, auch Laura Dahlmeier. Die junge deutsche Mannschaft überzeugt einmal mehr heute. Die Staffelsieger vom vergangenen Wochenende in Hochfilzen. Sie laufen hier alle noch um einen Podestplatz nach dem dritten Schießen. Ist für alle vier Deutschen noch etwas möglich nach vorn. Was für eine Vorstellung. Anaïs Beskow hat die Führung übernommen. Aber Vanessa Hinz ist nur 3,7 Sekunden dahinter auf Platz 3. Dann Hildebrand auf der 7, Preuß auf der 10. Und Laura Dahlmeier auf der 11. Das ist Scardino, das ist Semerenko. Mit Kaiser Mäkeränen, aber auch Franziska Hildebrand. Der besten Deutschen im Gesamtweltcup, siebte. Können die sich jetzt ranhängen an Kaiser Mäkeränen oder ist das ein Fehler? Vanessa Hinz hat ja gestern auch gesagt, also dann hinter Kaiser Mäkeränen herzulaufen. Das habe ich mir relativ schnell anders überlegt und habe sie ziehen lassen, als sich im Laufe der Verfolgung die Situation ergab. Vorne Anaïs Beskow. Sie hat im Januar einen Weltcup gewonnen, den Sprint in Antholz, ihr einziger Weltcupsieg bisher. Stand aber in dieser Saison auch schon einmal auf dem Podium als Dritte beim Verfolgungsrennen in Hochfilzen. So, mit Witkova und Vira könnte Franziska Hildebrand mitgehen, Kaiser Mäkeränen wird jetzt auch da am Anstieg ein wenig davonziehen. Beskow aus der französischen Mannschaft, die in Oberhof wieder verstärkt wird. Anaïs Chevalier wird zurückkehren nach einer Rückenverletzung. Und auch Marie Dorin kommt zurück. Sie bekam ja im Sommer ein Baby, hat trainiert und wird in Oberhof zurückkehren in den Weltcup. Anaïs Chevalier bereits auf Schalke laufen beim Biathlon-Spektakel in der Fußballarena zwischen den Jahren, zwischen den Weihnachten. Und Silvester. Ah, schauen Sie, Vanessa Hinz. Sie kann dranbleiben an der Französin. Sukalova und Scardino wieder hinter sich gelassen. Und dort Franziska Hildebrand. In diesem Dreierpaket 7, 8, 9 mit Witkova und Vira. ...1500 Zuschauer heute hier im Stadion. Es ist voll, mehr dürfen hier nicht rein. Wir sind in einem Naturschutzgebiet, 9, 10, 11, die Deutschen. Natürlich eine kleine Lücke schon von über 20 Sekunden zwischen Hildebrand und dann Laura Dahlmeier und Franziska Preuß. Genau so! Das macht sie sehr gut! Jetzt hat sie auf Platz 9 und 10 ganz gut, nach vorne ist sie weit. So,
Das ist unser Anschlag, das haben wir jetzt gesehen. Und genau das machen wir nochmal. Ganz fokussiert, jawohl, und mit Überzeugung jetzt mal auf. Das ist unser Anschlag, das haben wir gesehen. Sie schießen so gut, die Deutschen. Gestern über 90% Trefferleistung im Schnitt, die deutsche Mannschaft. Darauf können sie aufbauen, jetzt beim letzten Schießen gleich. Vanessa Hinz, die hat gesagt, naja, mein Ziel in dieser Saison war vielleicht mal irgendwie ein neues Bestergebnis. Jetzt war sie schon einmal Sechste im Sprint in Hochfilzen. In dieser Woche 13. und 11. Also super Ergebnisse für die 22-Jährige vom Schliersee, die in Ruhpolding eine Wohnung hat und trainiert. Die gesagt hat, naja, vielleicht kann ich ja noch auf den WM-Zug aufspringen. Und jetzt kämpft sie hier um einen Podestplatz. Das ist Tobias Reiter, ihr Heimtrainer in Ruhpolding. Reiter und Hönig, ja, das neue Gespann. Hönig ist geblieben. Reiter hat Rico Groß ersetzt, der jetzt im IBU Cup die zweite Mannschaft gewissermaßen als Trainer betreut. Anaïs Bescon und dahinter Vanessa Hinz. Und dann kommt Sukalova, die Siegerin des Sprints, die gestern dann in der Verfolgung nur in Anführungsstrichen 20. wurde. Und das war dann noch Skardino auf Position 4. Dahinter Semerenko aus der Ukraine, sehr konstant in diesem Jahr unterwegs. Wer hätte darauf gewettet, dass hier beim letzten Schießen des ersten Massenstartrennens Vanessa Hinz um den Sieg schießt? Ich nicht, liebe Zuschauer, ich nicht. Aber jetzt drücken wir ihr die Daumen auf Bahn 2. Jean-Paul Jacquinot, der Trainer von Anaïs Bescon, und das ist Gerald Hönig, der Mann, der auf die Scheiben von Vanessa Hinz auf Bahn 2 ganz besonders schauen wird. Treffer Bescon. Fehler Hinz. Drei Treffer Bescon, vier Treffer. Jetzt wartet sie beim letzten. Bescon bleibt fehlerfrei und Hinz muss zweimal in die Strafrunde. Ja, zweimal in die Strafrunde. Jean-Paul Jacquinot zeigt es an. Zwei Strafrunden. Sukalova fehlerfrei, auch Skardino. Meckereinen ebenfalls fehlerfrei, auch Semerenko. Franziska Hildebrand jetzt da. Ja, jetzt haben sie alle gut geschossen, auch Dorothea Wierer und Franziska Hildebrand. Macht es auch gut. Meckereinen, 18 Sekunden hinter der Spitze, 9 Sekunden hinter Platz 2. Ja, das wird natürlich nochmal ein Kampf für Kaiser Meckereinen auf der Schlussrunde. Preuß und Dahlmeier. Ja, super Schießen von Franziska Preuß. Und auch Laura Dahlmeier. Also die gehen auch die Schlussrunde zusammen los. Franziska Hildebrand, siebte nach dem vierten Schießen. Preuß, achte. Dahlmeier, neunte. Vanessa Hinz, elfte. Also mannschaftlich ist das natürlich wieder super. Vier Deutsche unter den ersten elf. Es ist natürlich so schade für Vanessa Hinz. Da hat sie möglicherweise auch Lehrgeld gezahlt. Diese Situation dann in einem Weltcuprennen, in ihrem ersten Massenstart überhaupt, dort auf Bahn 2 zu stehen. Denn dass sie viel besser schießen kann, Vanessa Hinz, das wissen wir. Das hat sie in dieser Woche oft genug unter Beweis gestellt. Wir schauen noch mal auf dieses Schießen von ihr. Da rechts, relativ knapp der erste Fehler von ihr. Dann hatte sie es eigentlich. Aber dann, oh ja, der war weit weg, links hoch. Schießt sie zwei Fehler. Tobias Reiter wird sich ärgern. Und dennoch, was sie hier mitnimmt aus diesem Wettkampf, das ist einfach unbezahlbar. Das sind Erfahrungen, die sie in ihrer Karriere noch oft wird nutzen können.
Sie hat jetzt diese Situation schon einmal durchgespielt und sie steht am Anfang ihrer Laufbahn, genau wie die anderen, wie auch Preuß und Dahlmeier. Hildebrand ist sozusagen mittendrin. Und Anaïs Bescon, die muss sich wehren. Die hatte 10 Sekunden Vorsprung vor Sokolova, 13 vor Scardino und 18 vor Kaisa Mäkeräinen. Und die ist schon vorgelaufen auf Position 2. Gestern hatte Kaisa Mäkeräinen auf der Schlussrunde Daria Domracheva vor sich. Die konnte sie nicht kriegen. Aber Anaïs Bescon, die spürt jetzt, wer da von hinten kommt. Die Überläuferin dieses Winters, Kaisa Mäkeräinen, mit riesengroßen, raumgreifenden Schritten rückt sie der Französin auf den Pelz. Vorbei, taktiert auch überhaupt nicht, wartet überhaupt nicht darauf, sondern geht in eins durch, zieht das Ding hier locker weg nach Hause. Kaisa Mäkeräinen, die einzige, die ihr im Prinzip das Wasser reichen kann, Daria Domracheva, was die Laufform angeht im Moment, die ist nach ihrem Sturz nach dem ersten Schießen raus aus dem Rennen. Gewehr kaputt, Ersatzwaffe genommen, 4 Fehler geschossen und dann aufgegeben. Hildebrand, Preuß, Dahlmeier, 7, 8, 9 und Hinz dann auf der 10. Also 4 Deutsche in den Top 10. Auch das hat Gerald Hönig gestern Abend in der Mannschaftsbesprechung noch einmal betont, hat die Mannschaft gelobt, hat gesagt, wir haben einen super Dezember hingelegt. Die Krönung natürlich der Staffelsieg in Hochfilzen. Aber wir haben immer gezeigt, dass wir dazugehören, dass wir im Top-10-Bereich angesiedelt sind. Natürlich ist noch keine von den Jungen in der Lage, das anzubieten, was Kaisa Mäkeräinen anbietet oder auch Domracheva. Aber das Potenzial ist da und im Laufe der Saison möglicherweise, aber vor allem in 2, 3 Jahren, wenn diese jungen Sportlerinnen die Erfahrung gesammelt haben, von der Vanessa Hinz sicherlich gleich nach dem Rennen auch ein wenig zu berichten weiß, dann denke ich schon, dass wir wieder eine Mannschaft haben können, wie vor 3, 4, 5 Jahren. Als praktisch in jedem Rennen eine Deutsche als Mitfavoritin ins Rennen ging. Kaisa Mäkeräinen wird zum 4. Mal in dieser Saison ganz oben stehen, wird ihren Vorsprung im Gesamtweltcup ausbauen. Im März findet die Weltmeisterschaft statt in Kontiolahti. Dort lebt sie, dort ist sie zu Hause in Jönsu, in der etwas größeren Stadt. Südlich von Kontiolahti. Eigentlich sollte das ihr Saisonhöhepunkt werden, aber sie ist so gut in Form jetzt schon. Herzlichen Glückwunsch, Kaisa Lena Mäkeräinen aus Finnland. Herausragende Vorstellung, 2 Schießfehler im 3. Schießen und dennoch in der Kombination unschlagbar heute Anaïs Bescon. Zum 2. Mal in dieser Saison auf dem Podest, wird 2. Und die Zimmergenossin von Daria Domracheva, Nadezhda Skardino aus Weißrussland, kommt auf den 3. Platz. Kann dann möglicherweise Domracheva auf der Heimfahrt ein wenig trösten. Zukalova, Semerenko und Dorothea Wira auf den Plätzen 4, 5 und 6. Und als nächstes kommt dann gleich das deutsche Quartett ins Stadion. Die Überfliegerin, Kaisa Mäkeräinen, sie ist im Ziel. Anaïs Bescon gratulieren wir. Und Franziska Hildebrand auf Platz 7 ist die Beste der Deutschen, die jetzt auf den Plätzen 8, 9 und 10, na doch nicht.
sich Veronika Witkowa noch dazwischen geschummelt. Vanessa Hinz also hat am Ende dann doch noch einen Platz abgegeben. Dennoch 7, 8, 9, 11, auch das eine Ziffernfolge, die mannschaftlich wirklich erstaunlich ist. Ich glaube, ich wiederhole mich gerade so ein bisschen, aber es ist eben nach wie vor so, dass ich sehr, sehr angetan davon bin, wie sich die deutsche Damenmannschaft nach den schwierigen Olympischen Spielen in Sotschi erholt hat. Franziska Preuß, wir erinnern uns an die Tränen nach der Staffel. Und jetzt ist sie eine feste Größe im Weltcup. Und auch wenn Vanessa Hinz jetzt im Ziel als Elfte die schlechteste ist, für mich dennoch aus deutscher Sicht die Person des Tages, wie sie bis zum letzten Schießen mitgehalten hat. Wenn wir einen Blick auf die Laufzeiten werfen, Kaisa Mäkeräinen mit Abstand die beste, 45 Sekunden in der reinen Laufzeit, schneller als Dorothea Wierer. Franziska Preuß, Fünfte. Franziska Hillbrand, Neunte. Vanessa Hinz, 14. Laura Dahlmeier, 16. Das ist der Blick auf die Laufzeiten. Das ist aber alles relativ eng ab Platz 2. Nur Kaisa Mäkeräinen setzt sich wieder einmal deutlich nach oben ab. Ja, die letzten kommen ins Ziel. Lisa Hauser und Sophie Boyer auf Daria Domracheva. Werden sie vergeblich warten. Sie hat das Rennen beendet, das haben sie mitbekommen. Und jetzt gehen wir runter zu den ersten Gesprächspartnern bei Jessi Wellmer. Ja, Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand, 7. und 9. überhaupt ein klasse Mannschaftsresultat. Haben sie ja gesagt, jetzt kurz vor Weihnachten, jetzt schnappen wir uns da nochmal diesen Massenstart und holen da einfach nochmal alles raus. Ja, das ist jetzt das letzte Mal Rennen, bevor wir dann doch eine kleine Pause haben. Und da wollten wir nochmal zeigen, was wir drauf haben. Bei Laura ist es ja erst der erste Weltcup überhaupt nach der Rückkehr, nach der Verletzung. Aber es lief einfach wieder. Es lief auch im Schießen, es lief läuferisch. Woher nehmen Sie gleich die Power gleich zu Beginn? Ja, ich bin natürlich schon darauf vorbereitet und wollte erst wieder einsteigen, wenn es hundertprozentig passt. Und ich glaube, das ist mir gelungen und war wirklich ein schönes Wochenende. Okay, wie geht's jetzt weiter? Gleich nach Hause, gleich Weihnachten? Oder gibt es noch so etwas wie eine kleine Teamfeier, Weihnachtsfeier? Nee, das heben wir uns für nach Weihnachten auf. Sehr, sehr diplomatische Antwort. Okay, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg, schönes Weihnachtsfest und erholen Sie sich gut. Bis Oberhof. Danke, ciao. So, und gerade ist hier im Schweiß ihres Angesichts Vanessa Hinz auf die Plattform gestürmt. Und durchs Rennen sind sie auch gestürmt. Glückwunsch erstmal zu einem fantastischen Rennen. Aber dann die letzten beiden Schüsse bzw. das letzte Schießen. Was war los? Ja, ich war ziemlich nervös und habe gehofft, komm, bleib ruhig. Ich war noch nie so weit vorne. Ich habe mich im Laufen wirklich die ersten Runden sowas von bombastisch gefühlt. Ganz großes Lob an unsere Techniker, die Ski waren grandios. Und ja, dann das letzte Schießen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war, glaube ich, nicht ganz bei mir, aber das muss ich einfach nur lernen. Wir gucken es nochmal an. Da sind die Schüsse, da sind auch die Fehler einer rechts oben ein bisschen. Aber es war ja für Sie, Sie haben es selbst gesagt, eine ungewohnte Situation. Auf einmal Podest vor Augen, hinter Bescon her. War das möglicherweise auch zu schnell, die Runde an Bescon dran zu bleiben oder nicht? Na, überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich ja, leicht an Sie rangelaufen. Also mir hat es jetzt nicht sonderlich wehgetan oder so. Also daran liegt es ganz bestimmt nicht. Ich bin jetzt nicht übermotiviert die vierte Runde angegangen, sondern ich habe mich gut gefühlt und dementsprechend schnell bin ich dann auch gelaufen. Und dann ist natürlich so, wenn man zwei Strafrunden hat, die letzte Runde, da gibt man natürlich dann nicht mehr so richtig Vollgas. Platz 11 am Ende und Sie haben schon in der Saison tolle Platzierungen hingelegt. Das ist wahrscheinlich auch für Sie alles so ein bisschen wie ein Traum, ne? Ja, also ich hoffe, ich kann es bei Weihnachten realisieren. Selbst nach zwei Strafrunden habe ich auch noch probiert, alles zu geben, aber die Witkowa war in der letzten Runde am letzten Berg, da habe ich einfach meine Oberschenkel brutal gespielt. Aber ich habe trotzdem in der letzten noch alles gegeben und mit Platz 11, ja, bin ich auch noch überglücklich. Natürlich. Sie sind eine der stabilsten Schützinnen im deutschen Team. Worauf führen Sie das zurück, dass Sie wirklich so sicher schießen? Ja, ich mache mir manchmal noch nicht so viel Kopf ums Schießen und habe auch viel im Sommer mit dem Tobi am Schießen geübt, auch gerade in der Masse schießen.
also mit anderen und mit Franzi Preuß natürlich, einer der schnellsten Schützinnen. Da hat man gute Trainingspartnerin und kann gut üben. Und die WM-Quali ist auch schon in der Tasche durch den direkten Platz 6. Ja. Also besser kann es gar nicht laufen. Und Sie haben jetzt die Weihnachtspause. Wie wollen Sie die Form konservieren? Ich habe es schon mit meinem Trainer durchgesprochen. Wir werden lange Einheiten eher machen, damit einfach wieder auch auf die Ausdauer Wert gelegt wird und dann eher Richtung Oberhof, wenn es wieder dann zum Start hingeht, wieder schnelle Einheiten. Aber erstmal ruhig und Piano und viel bei der Familie verbringen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Maxime. Wenn wir noch einen Satz verlieren zu der gesamten deutschen Frauenmannschaft. Da wurde vor der Saison ja geunkt, naja, mal gucken, das wird vielleicht nicht so viel. Jetzt sind Sie regelmäßig bei den besten 15 oder auch 10 dabei. Tolle Stimmung im Team? Ja, wir haben eine super Stimmung. Wir waren schon im ganzen Frühjahr ein super Team. Wir kennen uns alle noch von der JWM bis auf 1-2. Und wir motivieren uns gegenseitig, wir spornen uns gegenseitig in jedem Training an. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg momentan. JWM sagen wir noch, Junioren-WM. Aber es ist ein junges Team, es ist ein erfolgreiches Team. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum ganz tollen Rennen, Vanessa Hinz. Und schöne Weihnachtstage. Dank. Ja, danke Ihnen auch.